Follow along as I convert my mudroom closet into a pantry with my Glowforge. Project number one, can organizers. I really wanted something way more heavy duty than a wire rack, but that still worked on a first in, first out system. After a lot of editing, I got it exactly how I wanted it. Stay tuned to see how it turns out when they're together and painted. So, also hier können wir besonders diesen coolen Organizer empfehlen, haben wir schon mega lang, aber es geht immer in der Unordnung hier unter. Hier kann man so Konserven drin unterbringen. Und das ist ganz cool. Ja, hier sieht es jetzt so aus. Ist jetzt nicht so mega krass deep cleaned und aufgeräumt, aber es ist erstmal wieder eine Grundordnung drin. Und dieses Teil hier ist auch ziemlich cool. Das haben wir mal hier für Getränke. Und, achso, den haben wir auch noch. Hier haben wir meistens so Riegel oder so Kleinigkeiten drin. Und ja, das war es jetzt erstmal. Die Kartons muss ich da jetzt noch irgendwie mit reinsortieren. Aber ansonsten ist es jetzt erstmal wieder ein bisschen ordentlicher. Let's eat. Achso, und dieser Unterhänge-Schrank ist auch von Amazon. Der ist auch ganz cool.